Freude und Leid, schöne Natur und erschreckende Landschaft, hoch zum Brocken und zum Ilsestein und mehr. Ein Wochenende mit Kerstin und Olli in Ilsenburg im Harz. 250 Metern biegen Sie links ab. Danach biegen Sie rechts ab. Wir fahren fast einmal komplett durch den Ort, um zum Stellplatz zu gelangen, der direkt am Wanderparkplatz liegt. Parallel zur Straße verläuft etwas verdeckt der Fluss Ilse, schön für Spaziergänge geeignet. Das gucken wir uns aber später nochmal genauer an. Der Platz ist durch eine Schranke versperrt, die sich automatisch öffnet, sobald man davor fährt. Auf der anderen Seite ist das kleine Geschäft, das heißt Wanderlust. Dort gibt es Wanderkleidung zu kaufen, da bekommt man auch die Münze zur Ausfahrt. Und neben dem kleinen Geschäft ist auch die Dusche. Ich glaube, da muss man 1 Euro reinschmeißen, kann man dort auch duschen. Der Platz selber ist sehr naturbelassen, das mögen wir aber besonders gerne. Für die Anmeldung bitte die Platznummer merken. Warum hast du eigentlich mehr geht immer Becher? Das im Harz, ne? Im Harz. Ja. Was ist hier los? Da guckt auch schon wieder einer, was mit dem Kuchen los ist. Warum bist du so fröhlich? Ich fahre seit 10, 20 Jahren in den Harz. Aber heute ist der Tag. Endlich hat das geschafft. Ich habe schon tausende Stempelstellen bin ich hin. Und ich habe auch schon gestempelt ohne Ende, aber nie in den Pass. Ich glaube, es gibt keine 1000. Ich glaube, es gibt 222. Ich hätte ungelogen bestimmt 50 Stück schon. So viele? Garantiert. Jetzt müssen wir alles doppelt machen. Richtig, jetzt müssen wir immer noch mal hinlaufen. So ein Mist. Jetzt geht's hier richtig steil bei uns. Oh je. Bei steil wird mir ein bisschen Angst und Bange. Olli ist startklar. Nach diesem ersten Highlight des Tages folgt gleich das nächste. Mit den Fahrrädern fahren wir hinauf zum Brocken, dem höchsten Berg Norddeutschlands. Über die Tour berichten wir ausführlich in einem gesonderten Video. Wenn euch die Eindrücke interessieren, oben rechts findet ihr die Verlinkung zum Video. Und natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Direkt am Brocken hier. Nichts los. Endlich können wir wieder draußen essen. Wenn auch noch mit Jacke an. Olli, du setzt dich gerade auf den falschen Platz. Ich setze mich gar nicht. Ach so. Mach mich hier. Burger fertig. Apropos Burger, hast du schon Fleisch? Nee, musst du mir noch bringen. Okay, ich hol's Fleisch. Heute gibt es lecker Angus Rind. Bisschen was von Wintergrillen, finde ich. Mit dicker Jacke und so. Aber riecht schon ganz gut. Was gibt's nur zu essen, Kerstin? Ganz simple Burger, aber sehr lecker. Mhm. Ziemlich einfach. Mhm. Aber einfach lecker. Was bei einem Besuch in Ilsenburg nicht fehlen darf, ist eine Runde zum Kloster. In der Nähe vom Stellplatz fließt die Ilse und hier entlang führt ein schöner Weg sowohl in Richtung Wandergebiet, das heißt ins Ilsetal, als auch Richtung Stadt. Hier geht's ins Kloster rein, ne? Ja, irgendwie kann man hier wohl Eintritt bezahlen und dann kommt man rein. Was? Eintritt 4 Euro?
ist nicht unbedingt teuer. Wahrscheinlich nicht. Fabi freut sich auch. Fabi Sommer? Auf geht es zur nächsten Radtour. Vermeintlich die einfache, denn kreuz und quer fahren wir durch den Wald bis nach Bad Harzburg. Unsere Radtour nach Bad Harzburg war anstrengender als die Tour zum Brockenrauf. Teilweise konnten wir nur noch schieben, aber der Ausblick auf Bad Harzburg unterwegs, die abwechslungsreiche Harzlandschaft und da auch speziell der Teil an der Eckartalsperre entlang haben uns wieder entschädigt. Trotzdem bleibt die Tour nicht als unsere Lieblingstour in Erinnerung. Wildromantische Ilsetal und das nur ein paar Meter hinterm Stellplatz. Zum Abschluss des Wochenendes machen wir eine kleine Wanderung zum Ilsenstein. Diese Tour gehört obligatorisch zu jedem Ilsenburg-Aufenthalt für uns mit dazu. Es ist nicht weit, hin und zurück gut 5 Kilometer und 180 Höhenmeter. Ist das eine Fledermaushöhle? Als frostsicheres Winterquartier. Grundsätzlich sind wir hier einmal im Jahr. Nur 2022 haben wir ausgelassen und waren nun sehr erschrocken, wie sich der Wald in dieser kurzen Zeit verändert hat. Gibt es wieder einen neuen Stempel? Voll. Welchen kriegen wir denn heute? Stempel 30. Ja, Ilsenstein. Da ist der Ilsenstein. Da oben war früher mal eine Festung. Die ist aber schon so im 12. Jahrhundert zerstört worden. Und heute sieht man da noch so ein paar Überreste. 10x50 Meter war sie lang. Und da stärken wir uns gleich. Stein und essen Erbsensuppe. Und Bockwurst. Von der ehemaligen Festung ist heute nicht mehr viel zu sehen. Oder vielleicht auch gar nichts. Ich weiß nicht, inwieweit die Steinwege und Treppenstufen aus früheren Zeiten stammen. Auf jeden Fall gibt es einen tollen Blick zum Brocken und auch auf Ilsenburg. Und ganz am Ende thront das Gipfelkreuz. Also, wenn das kein Gesicht ist. Ich habe irgendein Waldgnom entdeckt. Ja, wenn wir hier jetzt so eine Seilbahn runter hätten, wären wir gleich da. Du wärst die Erste, die da reingehen. Genau. Zum Abschluss ein Feuersalamander. Wer kennt ihn nicht von früher aus den Lurcheheften? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich zuvor einen in Natura gesehen habe.
Damit geht wieder ein sehr schönes Wochenende für uns zu Ende. Wie immer haben wir den Aufenthalt sehr genossen. Zu Hause gab es noch eine kleine Überraschung, dazu gleich mehr, also dranbleiben. Nicht alles gut, wir wollen nicht nach Hause. Münze für die Ausfahrt ist schon bereit. VE ist erledigt und jetzt geht's zur Ausfahrt. Hat euch unser kleiner Reisebericht gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Darüber freuen wir uns sehr und er hilft uns weiter zu wachsen und gibt vor allem Motivation für zukünftige Videos. Möchtet ihr die nicht verpassen, dann lasst auch ein kostenloses Abo da. Und tschüss. Tschüss, du Bilder. Da der Harz eine unserer Lieblingsregionen ist und in unserer Nähe liegt, gibt es natürlich auch noch andere Videos aus dem Harz. Schaut gerne mal rein. Link findet ihr oben rechts in der Infokarte. Wir sagen Danke und bis bald und jetzt schaut, was zu Hause auf uns gewartet hat. Wir haben Post aus Schweden bekommen. Nee. Nein, du hast gerade gesagt, oh, Olli hat Post aus Schweden bekommen. Und Olli sagt, ich soll mal filmen, es ist irgendwas Schönes. Ich bin sehr gespannt. Mit Herzchen. Oh, jetzt mache ich mir aber Gedanken. Gratis, kann ich nicht lesen. Noch ein Herzchen. Das wird immer schlimmer und irgendwas mit ansteht da. Gratis Tim Winston. Viel Spaß heißt das wahrscheinlich. Mhm. Guck mal, wie schön eingepackt. Irgendwas zum Putzen. Oh, schön, ne? Nein! Was ist denn das? Oh, ich glaube, ich habe schon mal von gehört. Das ist mein Gewinn. Dein Gewinn. Olli hat gewonnen. Juhu! Hast du das schon wieder vergessen? Natürlich. Oh, guck mal. Oh. Aber ja, Hammer. Da stand ein Wohnmobilanhänger. Hatten wir gerade so viele über. Und das Coolste hier, mit Schwedenflagge drauf. Wie geil ist das denn? Dass man kein Zeichen lässt. Man weiß ja wohl, wo der nächste Urlaub hingehen muss. Geschirrtücher mit Schwedenflagge und Wohnmobile drauf. Oh. Geiler geht's ja wohl nicht. Und Silikonuntersetzer mit Wohnmobilen. Wow, super gut. Top Silikon. Was bitte machen wir jetzt mit 4 solchen Anhängern? 3. 3? Okay, 3. Ich kriege einen, du kriegst einen. Eins kommt ein Wohnmobil. Kriegt einen. Wohnmobil. Wohnmobil. Wohnmobil einer, du kriegst einen, im Schlüsselbund und ich einen im Schlüsselbund. Ach so. Verstehe. Na, so macht nach Hause kommen doch Spaß. Und dann hier vor allen Dingen auch noch unterschiedlich. Ja. Das ist tricky. Toll. Total schön. Das ist ein toller Gewinn. Warum gewinnst du immer so schöne Sachen? Weil ich immer nur bei schönen Gewinnspielen mitmache. Ach, deswegen. Schwedisch Design. Freedom. Travel. Muss man natürlich erstmal gleich präsentieren.